Wollen wir Tainted Forgotten auch noch abschließen? Machen wir Tainted Forgotten. Ist es ein bisschen nervig mit dem Greedia-Mode, aber wenn wir schon gerade dabei sind. Was haben wir denn Schönes? Two of Hearts bringt mir nichts. Temperance bringt mir nichts. Fool bringt mir was. Ne, beide bringen mir nichts. Ich kann ja so oder so gratis in die Cursed Rooms rein. Warum habe ich es mit dem überhaupt nicht geschafft? Der sollte doch. Sollte doch gleich mal so ein schwerer Charakter für den Modus sein. Ich nehme das mal eben an mich. Ja, sonst liegt hier nur Scheiße. Da wurde ja was gegönnt gerade. Nein! So wird der Run also doch noch aufregender. Hast du denn Lieb-Hass-Charakter? Wahrscheinlich die Lost-Charaktere. Was sind das für Hörner hier gerade? Au. Oh, oh mein fucking Gott. Nein! Ich mache mir so Sorgen, dass er den Schalter aktiviert da unten. Er aktiviert den immer gerade. Hör auf, den Schalter zu aktivieren. Ist ja was? IBS könnte mit Tainted Forgotten wirklich gut werden. Ich werde auf Bomben-Upgrades gehen. Wenn ich Bomben-Upgrades finde, werde ich sie mitnehmen und dann geht's richtig los. Machen wir richtig Randale. Ich mach doch nicht das. Ich meine, wenn ich regelmäßig gratis so viele Bomben werfen kann, kann man damit schon was anfangen. Ja, shit. Ich glaube, ich bin tot. Ja. Ja, das war etwas auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall etwas. Etwas bescheiden, könnte man sagen. Aber ja, ich meine, ich habe IBS versehentlich mitgenommen, also... Was haben wir sonst erwartet, was passiert? Death Card ist natürlich fantastisch. Zwei Bomben! Kann ich euch damit mal eben wegsprengen? Au. Warum bin ich nicht kurz raus? Nein! Warum nehme ich aktuell so viel dummen Damage? Kann nicht sein. Kann mich doch nicht jedes Mal so anstellen. Tainted Forgotten ist gerade auch so richtig ungewohnt zu spielen für mich. Muss ich zu meiner Verteidigung anmerken. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Jetzt weiß ich, glaube ich, mache gleich die Death-Karte. Ja, weg damit. Nein.
Geh weg. Explodiert der? Ich glaube, der explodiert. Ah, das ist Tainted Forgotten, was ich gerade spiele. Tainted Forgotten, Greer hat mich mehr gefrustet als Hot Potato. Ich hoffe, deine Erfahrung wird angenehmer. Sieht bisher nicht gut aus. Bisher sieht es überhaupt nicht gut aus. Gib mir mal ein Stat up. Tears up. Naja, weiß ich nicht, ob ich das zwangsweise haben wollte. Shit. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwelche coolen Items bekommen. Habe ich schon mal Isaac gespielt? Wir wollen coole Items bekommen, versteht ihr? Darauf läuft es nämlich hinaus. Schaltet man Godhead frei? Du musst alles mit der Lost schaffen. Was ein bisschen anstrengend sein kann. Oh. Credit card. Oh. Destroying Black Poop? Nee. Wir nehmen den Bird Penny mit. Können wir uns den vielleicht einverleiben? Queen of Hearts, Ace of Clubs. Cool. Justice. Strength Card? Nee, wir bleiben bei Ace of Clubs. Ich würde sagen, Car Battery für die Zukunft. Unfassbar stark. Unfassbar stark. Komm schon. Au, nein. Oh Gott. Ich habe aktuell wirklich großes Glück mit den Ace of Karten. Aber sehr großes Pech mit meinen Soul Hearts. Können wir ein Soul Heart bekommen? Ach, hier. Oh, hier taucht wieder was auf. Lass mal nochmal rerollen. Oh. Das bringt mir nichts. Fuck. Nein. Ohohoho. Geh weg! Okay. War nicht die schlechteste Strength-Karte meines Lebens. Aber wir haben so viele Bomben. Ich habe mich schon gewundert, ob ich die so einsetzen kann, dass sie nichts bringt. Ich habe einen Weg gefunden. Okay. Den letzten Tainted Lazarus Run habe ich gewonnen. Der lief ziemlich okay. Können das Feuer noch aufmachen? Oder aus? Cricket's Body wäre natürlich das, was ich unbedingt haben will. Oh, wir haben ihn. Oh. Sei doch jetzt nicht so. Yes. Yes. Ist es das wert? Oder sollte ich lieber versuchen, Herz zu bekommen? Ist es wert?
Queen of Hearts, Ace of Clubs. Ace of Clubs haben wir natürlich noch. Ist es ganz klar wert. Gibt es Smoggy-Mods? Es gibt die einzige Mod mit realistischen Maßstäben. Und ich habe in diesem Stream die Poggy-Bank drin. Weil es quasi eine Moggy-Mod ist. Weiter geht's. Curse Room war ich schon drin, ja. Curse of Darkness, damit kann ich leben. Ja, komm, das wollen wir eh mitnehmen. Spider-Bite. Warum überlege ich? Ich habe kein D6 zum Rerollen. Dass ich überhaupt die Option hätte, was anderes mitzunehmen. Goldene Bombe. Okay. Nehmen wir doch mit. Die nehmen wir doch mal mit. Oh, 11 Cent, 11 Cent, 11 Cent. Mächtige Ausbeute, aber ich brauche wirklich HP, die wären wirklich wichtig. Ich kann meinen Speed nicht verringern dafür, wollte mich verarschen. Wir schauen mal eben hier rein. Ne, hier war ich schon. Ist der Zahn nicht gut mit dem Char? Zu spät. Zu spät. Neun Volt wäre halt wirklich gut, aber ich brauche wirklich Herzen. Aki. Raw Liver. Sag mal, da muss doch irgendwann mein fucking Solar rauskommen. Dankeschön. Gott. Es kam einfach nicht. Kam einfach nicht raus. Keine Sorge, wir kriegen jetzt den Magic Mushroom. Oh, okay, Crawlspace. Weil ich schätze, es gibt nicht so viel Möglichkeit, wo der Crawlspace hier sein kann. Oh, wir haben Schwarzmarkt. Geh dir mal bitte weg. Dies in one hit. Nee, wir bleiben beim Burnt Penny. Ihr müsst wissen, wenn ich ihn jetzt in die Items reinwerfe, bin ich tot. Und ich würde gerne jetzt nicht sterben. Gibt es da Pokémon Wasserblau? Hoffe ich doch. Sonst war der ganze Ausflug umsonst. Bisschen knapp. Bisschen knapp. So, wir haben hier noch ein paar Pilze rumliegen. Ich glaube an den Magic Mushroom. Los geht's. Tja. Glauben ist ja bekanntermaßen nicht Wissen. Der Blue Cap bringt mir auch nicht viel. Was ist das? Warum versuche ich es überhaupt mit dem grauen Schalter? Als ob da nicht jedes Mal das gleiche passieren würde, wenn ich es versuche. Naja, naja, naja. Yeah.
Viele Haufen hier, wie mir scheint. Wir können noch ein bisschen hier bleiben. Noch ein bisschen Geld mitgenommen. Spawnt ruhig weiter, spawnt ruhig weiter. Habe ich nichts gegen. Tu dich keinen Zwang an wegen mir. Tu dich keinen Zwang an. Keine Sorge, gleich kämpfen wir. Gleich kämpfen wir. Ich kam mir zu nahe gerade. Zweimal goldene Bombe. Ah ja, der da oben legt die Bomben dann. Ist ein bisschen nervig. Ich würde sagen, die Ebene hätte schlechter laufen können. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Warum nehme ich eigentlich die... Ne, hier habe ich schon geschaut. Da habe ich auch geschaut. Habe ich links schon geschaut. Gott, sind so viele Bomben hier. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Ace of Clubs Card, die so viele Bomben gebracht hat. Ne, da habe ich schon versucht. Dann hier links habe ich gehört. Kann er noch sein? Stark. Ja, Blue Cap ist halt auch wirklich nicht wert. Ich reroll nochmal, okay? Das ist doch alles nicht wert. Was soll ich mit einer höheren Feuerrate überhaupt? Das bringt mir doch alles nichts. Mach mal, dass nicht zwei Bosse auf einmal kommen. Und weg. So weit, so gut. Schon. Komm mal hier runter. Sehr schön. Ich glaube, die könnten Soul Hearts geben, wenn ich einen Hauch von Glück habe. Kein Hauch von Glück, keine Soul Hearts für mich. Ich weiß, dass Queasy mir zwei Soul Hearts gibt, aber an dem Punkt würde ich sie... Ach, Jumper Cable, was... Dankeschön. 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 Okay. Ich würde sagen, war okay. Oh, fuck. Mein Plan, mit ihm ganz viele Bomben zu legen, der ging nicht so gut auf. Muss ich gestehen. Und ich hasse diesen Raum, wisst ihr das? Warum treffen die Bomben nie? Mein fucking Gott. Warum trifft er generell immer nur einmal? Oh mein Gott, er kann auch hier hochspringen. Oh Gott. So viele Spinnen. So, ich bleibe erstmal ein bisschen hier. Oh mein Gott. Nein, bleibe ich nicht. Bleib wohl doch nicht da, wie es aussieht, ein bisschen.
Doppel-Widow ist schon echt eine miese Nummer. Dankeschön. Finde ich gut. Ne, finde ich gut. Will ich das Keypiece holen? Will ich nicht. Wir gehen weiter. Nee, gar keine Lust, den Engel zu besiegen. Ich fühle mich nicht stark genug dafür. Okay, ich habe keinen Schlüssel, aber wir können den mal eben mitnehmen. Kein Schlüssel für mich, aber wir haben ausreichend Solars für die nächste Zeit. Warte, er legt noch eine Batterie oben. Ja, ich würde sagen, hätte schlechter laufen können. Das hätte schlechter laufen können. Na, was soll's? Kein Secret Room. Natürlich die Schädel noch schnell mitnehmen. Vielleicht kriegen wir einen Rotten Baby raus. Aber wahrscheinlich nicht. Lamp of Call bringt mir, glaube ich, nichts. Ja, itemtechnisch irgendwie. Ich weiß nicht ganz, was das soll, aber wir bekommen. Warte, mein Spacebar-Item wird zweimal aktiviert. Warte, nee, ich habe schon gute Spacebar-Item. Stimmt, mein Spacebar-Item wird hier immer zweimal aktiviert, wenn ich es verwende. Potato Peeler werden wir vielleicht noch mitnehmen. Potato Peeler kostet nur ein Soul Heart, oder? Oder geht der nur mit roten Herzen? Geht auch mit Soul Hearts? Wenn ja, will ich den dann wahrscheinlich mitnehmen. Ja, es ist die Frage, ob der Peeler überhaupt funktioniert. Das weiß ich nicht. Geht nur mit roten Herzen? Okay, dann wollen wir ihn nicht. Steven? Nee, muss nicht. Okay. Au. Mein Herz mache ich mir gerade sehr wenig Sorgen, muss ich gestehen. Ich habe das Gefühl, ich werde lebenstechnisch nie wieder so gut aufgestellt sein wie jetzt gerade. Muss aber wirklich noch ein bisschen stärker werden. Ich glaube, wenn ich ein offensives Spacebar-Item haben könnte, hätte ich auch nichts gegen einzuwenden. Und wir könnten Devil Deals theoretisch mitnehmen. Ich glaube, ich habe aktuell noch nichts, was wirklich gegen Ultra Greed irgendwas hilft, aber wir sind okay dabei. Ja, Lamp of Call bringt mir nichts, Champion Spell ist jetzt auch nicht wirklich, wonach ich suche. Das ist alles nicht, wonach ich suche. Wollt ihr mich verarschen? Reduzierter Stapler? Mr. Dolly? Mr. Dolly auch schon wieder nicht mehr. Also okay, reduzierter Stapler war in Ordnung. War in Ordnung. Außerdem von Anton, 1027, 40 Monate. Resub, wie lieben Dank. Kidney Stone würde bei Ultra Greed sehr helfen. Da ist es doch Red Stew, oder? Wir hatten doch gar keinen Kidney Stone, oder? Oder meinst du, wenn ich ihn generell finden würde? Oh oh.
Ach, komm schon. Also gegen ein bisschen mehr Range hätte ich jetzt gerade mal nichts einzuwenden. So ein ganz kleines bisschen mehr Range. Damit ich mit dem Knochen vielleicht auch mal was treffen kann. So, was haben wir hier? Loki und Lil Horn, okay. Ich finde es nicht so schlimm, gegen Lil Horn an dem Punkt zu kämpfen. Und doch ist Loki schneller down gegangen. Devil Deal. Oh. Nee. Nee, du. Nee, Seven Seals ist mir keine 3 Soul Hearts wert, muss ich gestehen. Gehen wir einfach generell weiter. Ich glaube, ich habe ja alles soweit gesehen. Nee, Update, ich hole noch einen Schlüssel. Ich will doch mit Plan C nicht gewinnen. Mit Plan C einen Unlock zu machen, das ist nicht das Leben. Ja, was ich halt wirklich bräuchte, wären ein paar Tiereffekte. Seven Seals und Nordleaf ist Insta-Win. Yeah, wo bleibt eigentlich Nordleaf? Wann werde ich ein Aufklärvideo über viel zu teure Kalligrafiefedern machen und diese mit Toast Hawaii vergleichen? Ich weiß nicht mal, wo irgendwo der Vergleich liegt. Ich glaube, das werde ich nicht machen. Schlüssel bräuchte ich an sich noch. Vielleicht jemanden reduzierten irgendwo. Mit Full Health. Full Health mit Soul Hearts bedeutet ein Soul Heart, richtig? Ich glaube, das mitzunehmen wäre ein bisschen shit. Mehr Feuerrate lässt sich schnell hintereinander zuschlagen. Ja, es bringt nicht so viel, weil die Gegner immer weggeschleudert werden mit jedem Schlag. Also trifft nur ein Schlag davon. Nur ein Soul Heart? Okay. Ja. Yeah. Wir versuchen's. Es macht nichts. Macht nichts. Vielleicht explodiert's, wenn ich einen Gegner angreife oder so. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen enttäuscht davon. Oh mein Gott, wir haben starke Bomben. Wir haben brennende Butt-Bombs. Das ist nicht übel. Das ist nicht übel. Hier ist noch eine Bombe, die ich nicht mag. Komm schon. Ah, ich glaube, hier habe ich noch im Secret Room noch nicht geschaut. Da ist er. Wirklich? Ich habe einfach keine... Das ist immer so lahm, wenn irgendein Item einfach gar nicht funktioniert.
Ich habe jetzt zwei Bomben-Upgrades bekommen, aber es bringt mir nichts. Sehr enttäuschend, möchte ich anmerken. Sehr, 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 sehr enttäuschend ist das. Will man einmal Dr. Fetus mitnehmen und es bringt nichts. Und es bringt nichts. Oh, hatte ich in der Hot Potato Challenge von ein paar Monaten auch, Dr. Fetus? Oh. Musst du aufladen für die Bombe? Oh ja. Das macht doch was. Zumindest in dem Fall. Oh ne, das wird interessant. Das wird interessant. Das wird interessant. Ah, fuck, mein Stream stirbt gerade. Warum? Tja, ich habe gerade viele Frame Drops, wie es aussieht. Keine Ahnung, wann das losging. Oh, mies. Ah, ich werde mal kurz warten. Fünf Minuten etwa? Wie, ich habe seit 5 Minuten Frame Drops oder was? Was meinst du mit 5 Minuten etwa? Ach, komm schon. Naja, keine Ahnung. Bisschen nervig, bisschen nervig. Ich mag es nicht, dass es direkt im roten Bereich ist. Das ist ein bisschen sehr shit. Na, jetzt scheint es wieder. Okay, wir sind wieder im grünen Bereich. Vorerst. Vorerst sind wir im grünen Bereich zurück. Dann hoffen wir mal, dass es so bleiben wird. Hier geht's noch. Auf YouTube war es nicht möglich zu schauen. Oh. Mies. Mies, mies, mies. Nein! Oh mein fucking Gott. Okay, schräg kann ich die Bomben nicht werfen. Man versucht, die Bomben zu werfen, der ging nicht gut aus. Der ging nicht gut aus, oh Gott. Wir bleiben mal eben im normalen Nahkampf. Wir bleiben einfach im normalen Nahkampf. Ich meine, gegen die Bosse kann ich dann die Bomben einsetzen, je nachdem, welche es sind. Komm schon! Au, warum hat der mich getroffen? Nee, kann durchaus effizient sein gegen Bosse, würde ich sagen. Kann durchaus effizient sein. Mein Kamera. It lives? Fucking Greedier Mode? Seit wann gibt's It lives im Greedier Mode? Ich meine, ich hatte It lives bestimmt schon mal im Greedier Mode. Mir kommt's gerade so vor, als sehe ich das gerade zum ersten Mal. War auch ein bisschen nervig gerade zu bekämpfen. Muss ich gestehen. Ich glaube, es bringt mir nichts. Weil nur der andere davon unverwundbar wird und nicht ich, aber naja. Ich habe sehr viel Leben verloren. Sehr, 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 sehr viel Leben verloren.
Ah, ich denke, ich habe alles mitgenommen. Nee, warte, warte. Nee, wir haben noch Batterien. Wir haben ja noch jede Menge Batterien. Und wir sind wieder voll. Das ging doch ganz nett. Und weiter. Außerdem von Highest Bison. 3 Monate. Resub. Beziehungsweise ein für 3 Monate im Voraus. Vielen lieben Dank. Find's ein bisschen nervig, dass ich keine. Das OBS mir nichts anzeigt, wenn es auf YouTube Frame Drops gibt. Ist ein bisschen sehr nervig. Das ist auch nur ein Add-on. Vielleicht können wir es irgendwie anzeigen, aber ich habe keine Ahnung. Mom's Underwear. Nee, Range-Up ist gut. Range-Up ist gut. Wieder alles gut. Ich nehme alles zurück. Keine Sorge. Ich habe jetzt. Ich kann eh nicht viel machen. Ich könnte den Stream beenden und den Router wechseln, aber das werde ich jetzt nicht einfach so machen. Ah ja, hier hätten wir das schon. Secret Room haben wir auch. Schlüssel bitte. Divorce Papers will ich auch nicht wirklich haben. Lemon Mishap, ebenfalls ein bisschen Shit. Automat, geh weg. 2 Schlüssel, naja. Ha. Spawn. Tears up. Okay. Zuerst bin ich zufrieden, wir nehmen noch das mit. 2 of Diamonds. 2 of Diamonds kann man noch was anfangen, oder? Nein! Ich habe ein bisschen Angst. Warum kommen keine Bad Bombs? Oh mein fucking Gott. Wie ich gerade lerne, kann man hier im Greedier Mode ziemlich schnell die Kontrolle verlieren. Wer hätte damit gerechnet? Wer hätte damit denn gerechnet? Okay, brennender Bombenkerl. Oh. Hallo. Schon wieder ein Lilhorn. Was wollen denn gerade die ganze Zeit alle von mir? Shit. Ist ein Schaden genommen. Also ich muss sagen, mit diesem Charakter komme ich gegen einzelne Gegner sehr viel besser zurecht als gegen eine Gruppe. Wenn die Bombe mal trifft, dann macht sie aber auch Schaden. Ich will die fucking Crown of Light. Die werde ich auch instant wieder verlieren. Die habe ich ja so schnell wieder verloren, wie ich sie gefunden habe. Ich würde sagen, wir gönnen uns noch einen vernünftigen Shop, okay? Na komm, ich kann hier die Bomben mal eben legen, um das Zeug wegzusprengen. Und dafür werde ich jetzt nichts kaufen. Dafür machen wir auf der nächsten Ebene dann 100 Cent oder was auch immer. Tower Question Mark. Nee.
Vielleicht können wir das auf der Ebene schon machen. Wir sind gar nicht so weit entfernt vom Maximum, wie es aussieht. Okay. Nehmen wir das noch mit. Nichts. Weiter geht's. Außerdem von der Lappen TV. 30 Monate. Resub. Vielen, vielen Dank. Warum nimmst du nicht Habit mit? Ah, negiert nicht so viel Schaden, dass es das wirklich wert ist, würde ich sagen. Nein! Das ist nicht ganz, was ich wollte. Lucky Penny. Ich denke, ich will das haben. Yep. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Ich glaube, das ist ein gutes Item für Tainted Forgotten. Habe ich schon versucht hier? Nee, hier kann er, glaube ich, gar nicht sein. Doch, da kann er sein. Oh. Weißt du, was gegen Tower Question mag? Wenn du das Gefühl hast, dass sie für Greedy Mode besser ist als Two of Diamonds, hätte ich sie mitgenommen. Ich glaube, ich will lieber Two of Diamonds behalten. Scheint mir doch ganz hilfreich zu sein für diesen Modus. Au. Geh doch mal weg. Eigentlich ist man in der Ebene sonst immer im Game-Break-Modus. Bisschen komisch, dass ich das gerade nicht bin, aber... Ich meine, ich bin stark, aber ich kann nur nicht die Gruppen von Gegnern gut bekämpfen. Oh Gott. Das ist ein bisschen störend hier gerade. Ansonsten, sehr stark. Sehr, sehr stark unterwegs. Die einzelnen Gegner überleben nicht lange. Geist? Da. Oder noch einer? Ich will jetzt keinen dummen Schaden nehmen, damit wir das Buch mit zum Bosskampf nehmen können. Das wäre nämlich ganz gut. Ah, wir sprengen die beiden noch weg. Wir sprengen die beiden noch weg, habe ich gesagt. Aber die geben nichts. Wenn ich schon Two of Diamonds gehen? Nee, wir machen. Jetzt gehen wir Two of Diamonds. Au. Komm schon. Naja, er kriegt den Schild nicht, ich, was ein bisschen nervig ist. Wo ist das Pferd? Da. Das ist doch eine dumme Phase von dem Kampf, oder? Two of Diamonds! Boom! 99! Ich gebe mir mal eben noch eine Batterie. Und dann würde ich sagen, wir schauen, was wir noch rausbekommen. Cube of Meat? Nein, Cube of Meat ist eigentlich ganz gut. Der ist nicht übel. Nee, wir bleiben beim Buch, Kein Sprinkler, dann wiederum, ich hätte den Sprinkler zweimal aktiviert. Zu spät. Ich höre mich gerade nicht sonderlich um. Ach, das sind alles Spacebar-Items, oder?
Das bedeutet aber, ich kann die dann alle voiden. Warum kann er bomben? Inwiefern bomben? Ist ja nicht alles Spacebar-Items. Was macht das hier? Müll macht das hier. Das war alles Müll irgendwie. Ich will die eigentlich nicht voiden, ehrlich gesagt. Die Items sind irgendwie alle scheiße. Machen wir einfach weiter. Fuck! Also der ist gerade auch so ein richtig nerviger Gegner für Tainted Forgotten, wisst ihr das? Verstampfte Hände haben wir auch noch. Spinnen. Angel Deal! Ach ja, da war ich schon drin. Ich war ja schon im Angel Deal. Das bringt mir ja gar nichts. Ich kann eine Batterie kaufen. Das ist ganz gut. Wir machen das. Nehmen wir noch eine. Nehmen wir noch eine mit. Und dann würde ich sagen, es geht los. Jede Sekunde. Wir sprengen das noch weg. Man kann ja nie wissen, was noch passiert. Hat nicht gereicht. Okay. Weiter geht's. Gemini wäre besser gewesen. Ey, ja, Gemini wäre wahrscheinlich okay gewesen mit Tainted Forgotten, stimmt. Naja. Naja. Oh, eine Superbombe! Okay. Nein, flieg doch nicht. Warum feuere ich große Bomben ab? Ist das, weil ich so viel Schaden mache? Ach, das ist doch... Das ist doch Müll. Ich treffe einfach so gar nicht. Jetzt bereue ich es ein bisschen, ein Habit nicht mitgenommen zu haben. Ich gehe einfach mal hinter ihnen ein bisschen in Deckung. Bisschen nervig. Aber machbar. Sehr nervig sogar, ehrlich gesagt. Sehr laut vor allem auch. Ach, meint ihr wegen BFF sind die Bomben? Nee, es lag an dem 28 Schaden. Ich vermute, ab einer gewissen Menge von Schaden werden die Bomben dann groß, die man abfeuert. Jetzt sind sie wieder normal groß. Okay.
Gute Phase 1 möchte ich anmerken. Gute Phase 1 soweit. Der wird nicht stillhalten, damit ich was machen kann. Oh mein fucking Gott. Ach, komm schon. Ich glaube, Nahkampf ist besser hier. Vielleicht kann ich ein bisschen mit den Bomben arbeiten. Nee, kann ich nicht. Kann ich überhaupt nicht. Komm schon, stirb doch! Ich glaube, wir haben ihn. Ich muss sagen, war nicht so gut. War nicht so gut im Kampf gegen Ultra Greed. War sogar ein bisschen nervig im Kampf gegen Ultra Greed, würde ich fast behaupten. Außerdem von Alex of the Fifth, 4 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Aber wir haben es geschafft. Lass ich mir noch ein bisschen Geld einzahlen. Ja, Data Miner Voiden, das wäre nervig gewesen vorhin. Okay. Hauptsache geschafft.